Nein. Ruhig, Mädchen, ruhig. Oh, hey, ganz ruhig. Sie sitzt fest, aber sie scheint nicht verletzt zu sein. Diese Explosionen von vorhin müssen das hier zerstört haben. Ruhig, Mädchen. Alles gut. Tut mir leid, Mädchen. Wir holen dich hier raus. Bisschen. Warte doch mal. Wir müssen hier runter. Ganz ruhig. Redest du mit mir oder dem Elefanten? Euch beiden. Ruhig. Ruhig. Ganz ruhig. Okay. Wo bringt sie uns hin? Wohin sie will. Hier. Willst du das hier? Hör mal das. Das Zwischenmenschliche liegt mir nicht so. Du bist ein sturer Egoist. Ja. Du hast recht. Ich bin ein sturer Egoist. Ja. Schön, dass du es einsiehst. Tja, hast du gehört, Dad? Ich hab also doch was von dir. Was ist mit deinem Vater passiert? Er war der Typ, der nie aufgeben konnte. Das Kultusministerium hatte angeboten, ihm noch eine weitere Expedition zu finanzieren. Denn diesmal war er angeblich hinter etwas Großem her. Er war immer hinter etwas Großem her. Aber dann überfielen Banditen sein Lager und, die örtlichen Behörden fanden ihn Wochen später. Und dieses alberne Ding ist alles, was mir von ihm bleibt. Tut mir leid. Oh, hey. Er hat seine Wahl getroffen. Also, hör zu, Fraser. Du musst nicht. Was macht er? Losstürmen, glaube ich. Sag ihm, er soll anhalten. Bin ich Elefantenflüsterer? No. Sieh dir das an. Ah, kein Wunder, dass sie so drauf war. Hey, wegen der Sache mit Sam. Hör zu, vergiss es, okay? Ich habe selbst eine Menge Scheiß am Hals. Lassen wir das nicht mehr zwischen uns stehen, okay? Okay.
Deal. Komm. Wenn heute sonst nichts klappt, haben wir wenigstens eine Familie vereint. Ja, aber bleib auf Abstand. Sie haben ein Kalb dabei. Okay. Hier, das mache ich. Oh, okay. Danke. Ein bisschen rüber? Sehr gut. Jetzt streck dich in die Richtung und halt deine Hand auf. Was? So streichelt man einen Elefanten sicher. Besten Dank.